Ich muss sagen, sorry, ich möchte es einfach jetzt auch mal aussprechen. Ich merke immer mehr, wie stumpf dieses Spiel ist. Wo sind wir denn jetzt? Ah. Richtung Osten in die Höhle. War das die? Ist da ein Frosch? Mal gucken. Ah, das ist da. Ist nur, okay. Okay, wir müssen natürlich... Ah, Mann. Fangen. Aber die Magie ist jetzt nicht überragend stark, ne? Spannenderweise ist die Magie sogar relativ schwach. Also beunruhigend schwach sogar für uns. Hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen. Wir gucken uns mal um. Was haben wir denn hier? Oh, sorry. So, der schadet uns natürlich ein bisschen. Jetzt nicht gedacht, dass er uns nochmal trifft, ne? Aber das ist okay. Was ist hier hinten? Kann man nichts mitnehmen. Hier in der Wand. Kohleflöz. Oder was da drauf stand. Haben wir jetzt gar nicht mal so wirklich durchgelesen. Das Traurige ist, der macht gut Schaden, aber es hält sich eigentlich in Grenzen. Also ich spüre nichts skalieren, sondern ich spüre den Magier nicht, den mächtigen Magier. Also, so, ich spiele Magier, weil sie für mich eigentlich mächtig sind, ne? Weil sie ab irgendeinem Level halt einfach nur noch, ja, vernichten. Und das spüre ich hier leider nicht. Ne? Also ich spüre diese Skalierbarkeit null. Ne? Ich meine, ich bin schon, ja gut, dafür ist die KI halt auch echt doof, ne? Die KI ist echt nicht intelligent. Mal gucken, nicht, dass wir schon... Ah. Aha, guck mal, ein Frosch. Na komm, treff ihn nochmal. Und dann bekommt er einen Pfeil ab. Wow. Ja, toll. Und dann verfehlt er ihn noch, ne? So. Da sind wir dann. Ah. Aha. Ist das ein Frosch? Ich speichere mal ganz kurz. Kann sein, dass wir... Es ist ein Varan, es ist kein Frosch. Bang. Warum? Bleibt mal locker. Er kann Feuer springen. Im Feuer war ran, oh wow. Gut, dann haben wir den auch. Da war wohl ein Frosch. Okay. Ja, noch eine
Keule der Silberhawks. Alles klar. Jetzt würde ich gerne mal gucken. Da geht's wieder raus, ne? Diesen Weg würde ich noch gehen. Ich meine, sammeln wir halt noch ein bisschen Erfahrung und so, ne? Das wäre jetzt links. Ist das geradeaus? Nee. Diesen Weg sind wir hergekommen, wir gehen jetzt den Weg. Hab ich recht? Ja. Irgendwie die Karte, die ist für mich nicht so ganz übersichtlich. Aber gut. Es gibt unübersichtlichere Karten. Ja, da vorne sind noch ein paar Orks. Sehr schön. Ein paar Orks, ein paar Goblins. Ne, ein paar Lurker. Was? Hey, Gumpel. Fangen wir mal. Hat gereicht. Muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob ich Feuermagie so toll finde hier. Ich glaube, es wird bei mir eher Blitzmagie sogar werden. Demnächst. Hier hinten könnte noch was sein, oder was? Nee, es sind einfach zwei gleiche Wege. Okay. Also man macht Schlauchlevel auf der einen Seite und dann macht man sie wieder nicht. Ich liebe Konsequenzen. Ich bin eigentlich ein großer Freund davon, dass man einfach sagt, wir machen die Level... One more thing. So, passt. Genug Mana haben wir. Gut, was haben wir hier? Eisenader. Ja, wir finden kein Obsidian mehr, ne? Und was ich nicht mag in Spielen, da bin ich leider sehr, sehr deutlich, was das angeht. Wenn Spieler eine Sache machen, sie, was haben wir hier? Ein Goblin-Schild, den kein Mensch braucht. Ich mag es nicht, wenn man Freiheiten nimmt, indem man halt reglementiert, also das ist ja das Problem, man reglementiert ja mit so Levelabschnitten auch, nur ernsthaft. Das ist die erste Überraschung in dem Spiel. Das ist das erste Mal, dass das Spiel mich mal ein bisschen überrascht. Jetzt hör mich auf, die ganze Zeit zu treffen, Junge. Na toll. Ich hab keine Mana mehr. Sorry. Sollte reichen. Aber halt auch wirklich mit Goblins en masse, ne? Also nicht mehr irgendwas Kreatives. Nicht mal irgendwie irgendjemand, der mir noch anders als Leder will. Aber naja, okay. Man kann sich auch beschweren. Also zum Beispiel auch hier, ne? Die Cycles sind ganz klar. Du läufst eine Runde, kommst wieder bei dem Ding heraus, um da in die Höhle zu gehen. Also diese Cycles mag ich nicht. Das ist so, ja, es ist alles so geleckt geplant. Ne? Und wo ist jetzt unser Kumpel? Hallo, mein Freund. Warte. Erik ist verloren. Nein, bist du nicht. Hier ist dein Amulett. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin Erik! Wenn es auf dem Amulett steht, wird das wohl stimmen. Du... Ich bin Erik, Moriks Sohn! Er trägt also nichts um den Hals. Dich, ich... Moriks Sohn kämpft! Erhak stirbt! Orkurugura! Okay. Aber nicht sofort. Moriks Sohn kann warten, bis ich mit Melok gesprochen habe. Sorry, die Story interessiert mich irgendwie nicht. Von den Hawks. Ich hatte gehofft, die Zeit in der Wildnis würde Erik stark machen. Tja, für einen Kampf gegen Erhak sehe ich schwarz. Erik ist zu schwach, ja.
Er braucht noch viele, viele Monde. Zu viele. Sherlock wird gegen R kämpfen müssen. Sherlock wird verlieren. Er ist kräftig, aber er ist kein Kämpfer. Ich konnte ihn mühelos besiegen. Dann ist alles verloren. Es wird Zeit, dass ich meinen Namen begrabe. Warum kennst du nicht Mellok? Warte. Ich muss ohnehin Gawain befreien. Und ich bezweifle, dass Erhag ihn einfach gehen lässt, wenn ich ihn darum bitte. Was hast du vor? Ich fordere Erhag heraus. Du bist kein Ork. Was ist mit Eriks Amulett? Wenn ich es anziehe, bin ich dann einer? Ja, dann bist du Erik. Von mir aus. Erhag muss die Herausforderung annehmen? Wenn er sich weigert, gegen Erik zu kämpfen, ist er kein Häuptling mehr. Dann gib mir den verfluchten Skaboos. Hier hast du ihn. Bevor du gehst, nimm dir, was du in meiner Kiste findest. Du wirst es brauchen. In Ordnung. Ja, machen wir. Aber zuerst hole ich mir Eriks Seele. Warte. Was ist? Verberge Eriks Seele. Enthülle erst, dass du Erik bist, wenn du Erhag herausforderst. Mhm. Warum? Erhag wird sonst den Kampf verweigern. Er glaubt nicht an Seelen. Aber die Orks vom Silbersee glauben daran. Wenn du ihn als Erik herausforderst, muss er kämpfen. Sonst ist er kein Häuptling mehr. Dieser Trick 17. Gut, dass ich gleich ein Ork bin. Und, mein Freund, wie geht's? Gut, gut. Danke der Nachfrage, Lester. Hör mal zu, Erik. Ich brauch dein Amulett. Mein Amulett? Deine Seele. Nein! Ich bin Erik. Du bist nicht Schön, Erik. Dass er den Ring, das Ding trägt. Gib mir deine Seele. Ich werde an deiner Stelle gegen Erhag kämpfen. Ich verstehe nicht. Du bist Erik, nicht wahr? Ja, ich bin Erik. Warum bist du Erik? Mein Name steht auf meiner Seele. Genau. Wenn deine Seele also um meinen Hals hängt, hast du einen neuen Körper. Du wirst besser kämpfen können und Erhag besiegen. Ich? Willst du keine Rache für Morik? Du hast recht. Ich werde deinen Körper tragen. Okay. Man könnte ihn jetzt fragen, Erik, aber Hallo, das ist fast schon Freund. Ärgern. Ein arkaner Ring und der arkane Ring schmeckt mir. Volle Gönnung. Okay, also was fehlt uns noch? Finde Lord Gawain, Teichkraut habe ich. Finde die goldene Pfeilspitze. Da waren wir noch gar nicht. Okay, gut. Befindet sich am östlichen Talrand im Süden des Waldläuferlagers. Da standen wir ja davor. Haben wir alle Missionen gemacht? Müssen wir nur noch zum Orklager. Und beim Orklager müssen wir dann die Mission machen. Also müssen wir rein, müssen wir Erik herausfordern. Nee, diesen anderen. Ich würde vielleicht erstmal die Quests abgeben. Warum ist da unten ein Drache übrigens? Ist das da oben? Ah, nee. Den Drachen habe ich nicht gesehen. Interessant. Ich würde erstmal die Sachen abgeben, die wir jetzt haben, aktuell. Und damit wir noch ein paar Erfahrungspunkte bekommen und wir gegebenenfalls dann nur noch, ja, eben mit den neuen Erfahrungspunkten dann um uns prügeln können. Das heißt mehr Mana und was auch immer. Was ist hier? Holzfällertal. Na, dann gehen wir mal zum Holzfällertal. Vielleicht finden wir sogar noch eine Mission. Ich find's fast schon so ein bisschen schade, dass die Welt so leer ist. Ich meine, wir laufen so viel. Wir laufen wirklich unanständig viel. Na, das ist halt so ein bisschen das Spiel, ne? Und das finde ich so schade. Ihr merkt, wir treffen auf keinen Gegner, kein gar nichts. Es sieht jetzt gerade super monoton eigentlich aus. Hier sind keine Holzfäller, nichts. So, warum gibt es hier ein Holzfällerlager, wenn ich hier nicht hoch muss?
Das ist so. Das meine ich halt, ne? So, warum ist es da? Und es wird dann nur, und das ist das, was bei Götterdämmerung die ganze Zeit schon gemacht wurde. Es gibt dann so einen Moment, wo dann sowas passiert und auf einmal sind alle NPCs da, mit denen du reden musst. Und das finde ich halt so unnatürlich. Das gibt dem Game einfach so eine, naja, aber erst wenn du was erfüllst, dann sind die da. Ja, wo wart ihr denn sonst? Ja, Adanoths Wege sind unergründlich. Ungefähr so fühle ich mich dann. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Na? Aha. Treffer? Nein. Dann bist du weggebrutzelt, ist mir auch egal. Da würde ich mir so ein bisschen mehr wünschen eigentlich. Ein bisschen mehr. Ich meine, guck mal, was wir brauchen, sind tatsächlich ausschließlich Pfeile. Wir brauchen nicht mal mehr Mana-Tränke. Ein wilder Scavenger. Hi. Mehr brauche ich nicht. Und der eine steht da noch. Hi. Komm, damit wir nicht die ganze Mana jetzt verbraten für dich, kriegst du noch einen Pfeil ab. Ja, die Potenziale sind halt null ausgeschöpft worden, ne? Man hat, glaube ich, so gedacht, naja, komm, wenn wir mal neue Wege gehen und so, dann wird das schon. Aber ich fühle mich hier gar nicht wohl, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde mich hier kaum wieder. Ja, das ist halt so schade. Es ist so, so schade. Und das mit der blöden Rune, Alter. Das ist halt... Wenn du so eine Rune brauchst, dann heißt das, dein Spiel ist nicht gut. Ich sag's so, wie es ist. Ey, Kumpel. Hast du mein Skizzenbuch? Ja, hab ich. Ja, aber für den Zustand bin ich nicht verantwortlich. Bei meinem Amboss! Was ist das für ein Gestank? Wie ist das passiert, Bursche? Das willst du nicht wissen. Glaub mir. Ist es jetzt nutzlos? Mal schauen. Eine Schande. Das meiste ist hin. Aber hier, das kann ich dir beibringen. Danke. Dann wollen wir mal, aber mach besser schnell. So, jetzt haben wir natürlich einen Gegenstand bekommen, das sehen wir nicht. Wir werden, ja, uns wird das eher so gesagt, ja, gucken wir mal, ob du siehst. Grüß dich, junger Hi. Mann. Hast du das Teichkraut? Ja. Hier, ich habe eine frische Lieferung Teichkraut für dich. Lass sehen. Ja, das ist es. Die Verwundeten werden sich freuen. Dann gib es ihnen. Danke. Hier, dieses Rezept habe ich für dich aufgeschrieben. Ich habe es von meiner Großmutter. Meine Wäsche! Ach nö, wir sind ja nicht komplett. Haben wir noch was gelernt. Okay, was können wir denn jetzt herstellen? Klinge des Schwertmagiers. Zweihandwaffe. Da fehlt uns aber dann immer der Schild. Finde ich nicht so hübsch. Ja, hier natürlich. Batz, 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 batz. Aus Mana-Pflanzen. Aha. Oder wir können hier einen geringen herstellen. Boah, ich weiß nicht. Ich brauche ja gar nichts davon im Grunde genommen. Aber ich mache noch schnell hier unten die andere Sache. Mit der Höhle, weil dann haben wir auch noch die Höhle hinterher gemacht. Und die goldene Pfeilspitze geholt. Und dann haben wir nochmal ein Level Up. Und dann können wir uns um unsere Orks kümmern. Dann wird's nochmal ein bisschen spannender, hoffentlich. Hey. Ja, hey. Ich muss ein paar Goblins klatschen, pass auf. Ich zeig dir mal, wie das geht, Alter.